So, mein Lieben, heute mein erstes kleines Video von meiner Videoreihe, meine Geschichte. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, was sich bei mir in den letzten Jahren alles so entwickelt hat, warum es mir öfters mal nicht so gut geht, dann so ein bisschen ins Detail gehen, aber in kleinen Häppchen, also kleine Videos, wo ich so Sachen nur anschneide und das mit euch dann teile. Ja, das Video soll definitiv nicht Mitleid erzeugen oder sonst irgendwas, sondern es soll euch vielleicht sogar helfen, euch zu motivieren oder sogar, wenn ich Glück habe, zu inspirieren, dass ihr aus eurem Leben einfach mehr macht, nicht irgendwelche Steine in den Weg legt oder denkt, ihr könntet etwas nicht. Ja, oder weil andere sagen, ihr seid das und jenes und ihr das dann glaubt. Und ja, ich möchte, dass ihr dann wirklich sagt, ich mache was aus meinem Leben, denn ihr habt ein Geschenk oder viele von euch habt ein Geschenk im Leben, das Menschen wie ich zum Beispiel nicht haben. Ihr könnt entscheiden, wie euer Tag wird. Kleines Beispiel, ihr steht morgens auf, ihr habt eine Arbeit, ich weiß selber, wie es ist. Oh, ich habe gehört, scheiß Wecker und hey, kein Bock und Dings und jenes. Und das, die Laune ziehe ich mit durch bis zur Arbeit. Und ja, danach bin ich dann wieder so, Hemmfahrt und scheiße, der Dach ist wieder rum, es pisst raus, ne? Kennt man ja alles. So, ihr zieht praktisch diese Scheiße von morgens bis abends mit. Na, vielleicht sogar noch tagelang, bis ihr irgendwann wirklich depressiv seid. Und so verläuft dann euer Alltag. Aber was ganz wichtig ist, dieses Geschenk, was ihr im Leben bekommen habt, ist, dass ihr entscheiden könnt. Ja, das Leben besteht im Endeffekt nur aus Entscheidungen. Nicht irgendwie aus Schicksal oder, ne? Sondern das sind Entscheidungen, die ihr trifft. Die äußeren Umstände, ob ihr krank oder gesund seid, das sind äußere Umstände. Hat nichts mit Schicksal oder sonst was. Ich glaube zwar auch so an Schicksal, aber die Realität ist doch sehr stark geprägt von den äußeren Umständen und euren Entscheidungen. Ja, ihr entscheidet dann morgens, wenn ich mit einer Fresse aufstehe, die bis zum Bottom hängt, dann habt ihr euch so entschieden. Ich muss darum kämpfen, dass ich mich entscheiden kann. Ja, bei mir tut's mein Körper vorgeben, wie es mir am Tag geht und was für ein Tag das wird. Ach, wenn ich mich ultra anstrenge, was alles toll ist, ich ernähre mich gut, ich mache das, ich mache jenes, kann ich trotzdem nie sagen, ob es mir die nächste Stunde gut geht oder nicht. Deswegen seid dankbar für dieses Geschenk. Ja? Schmeißt das nicht weg, wo ihr den ganzen Tag in der Wohnung sitzt und irgendwie zockt oder euer Leben wegschmeißt und sonst was. Ja, weil das ist ein sehr wertvolles Geschenk. Vielleicht habt ihr irgendwann äußere Umstände, wo ihr dann euch nicht mehr entscheiden könnt, wie der Tag wird, wo euch die Entscheidung genommen wird, wie teilweise auch bei mir. Ja, deswegen ist das eine ganz wichtige Sache, auch als junger Mensch das schon zu verstehen und vielleicht auch genau jetzt auszuleben. Vielleicht lese ich irgendwann im Chat, dass irgendwas, was ich gesagt habe, euch motiviert hat oder sogar inspiriert hat, bis aus dieser Geschichte irgendwas zu machen. Das wird mich sehr freuen, das wird mich auch motivieren, weiterzumachen. Und deswegen schreibt es ruhig in die Kommentare, teilt das Video mit jedem, wo ihr es seht und vor allem, wäre es sehr lieb, ich habe das noch nie so in der Art gemacht oder kann mich auch nicht dran erinnern, aber vielleicht, wenn euch das Video gefällt, liked das Video bitte, weil so verteilt es sich noch viel mehr und erreicht damit mehr Leute und kann vielleicht dem einen oder anderen nur mit ein kleinen paar Worte was in den Kopf setzen, dass sie vielleicht aufhören, nur noch Scheiße zu denken. Ja, sondern anfange dann freizuräumen alles. Ja, okay, das war mein kleines Vorwort. Würde mich freuen, wenn das Ganze dann auch so respektvoll behandelt wird, wie ich es auch mit euch machen würde. Und das ist mir sehr wichtig. Ja, also wenn ihr irgendwelche Scheiß-Kommentare dann seht, meldet die einfach. Ich melde die Dinge auch und versuche das Ganze sauber zu halten, dass da keine Vollidioten drin rumlaufen. Dass wir alle gar miteinander ein bisschen vernünftig und respektvoll miteinander umgehen können mit diesen Themen, ja? Ja, das ist einmal ein kleines Vorwort, schon wieder das. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen nervös und ein bisschen müde und so, ne? Aber genau den Zustand brauche ich eigentlich, um so drüber reden zu können, weil sonst sage ich, oh, mir geht's doch heute ein bisschen besser, komm, zock mal. Ja, und jetzt geht's gerade ein bisschen schlechter, ich kann gerade nicht zocken. So. Okay. Also. Ich erzähle euch dann so ein bisschen von damals, wo das Ganze angefangen hat, bis dann heute, vielleicht auch die Zukunft. Vielleicht wird das auch immer weitergehen, diese Videoreihe. Und ich mache dann immer so kleine Geschichten daraus. Also als angefangen hat es eigentlich
oder beziehungsweise ich mache es jetzt anders da. Also ich bin der Andreas, 36 Jahre alt. Ich bin seit 2009, witzigerweise am 1. April, leider war es kein April-Scherz, das erste Mal in der Dialyse gewesen. Und ja, das ist jetzt 8 Jahre her. Ich habe mich für die Hämodialyse entschieden, also Hämo-Ultrafiltration. Das ist eine Blutwäsche mit gleichzeitig, wo dann noch Wasser in mich rund gepumpt wird, das auch Dreck mit aufnimmt und dann gleichzeitig auch noch rausgezogen wird, plus das Wasser im Gewebe. Das wird die Ultrafiltration. Es gibt die Hämofiltration, das ist dann nur die Blutwäsche, und die Hämo-Ultrafiltration ist dann halt mit dem Wasser, da was da noch zusätzlich drin gepumpt und gleichzeitig rausgezogen wird. Ja, das sind so Dinger, falls ihr dann irgendwie selber mal einen Bekannter oder so habt, der dort rankommt oder selber mal, dann könnt ihr euch da mal ein bisschen belesen. Sehr wichtiges Thema dann eigentlich. Ich habe eine Heimdialyse gemacht, deswegen weiß ich sehr viel darüber. Nimm mir leider Gottes die ganze Fachbegriffe, sonst könnte ich mir da ein bisschen angeben damit, aber ich habe schon mehr vergessen, als ich, ja, sehr viel vergesse schon wieder. Okay. Eine ganz wichtige Sache, was ich eigentlich noch voll sagen wollte, solange eure Konzentration in dem Video noch sehr hoch ist. Die Dialyse, ich habe eine Erbkrankheit. Ne? Also das ist eine Erbkrankheit, wo Zysten auf der Niere wachsen. Also deswegen nennt man das, meine eigentliche Erkrankung ist eine Zysten-Nierenerkrankung. Nicht Nieren mit Zysten, sondern eine Zysten-Nierenerkrankung. Wenn ihr, also ich rate euch davon ab, wenn ihr aber Bilder sehen wollt, bei Google mal einfach Zystennieren eingeben, das ist arscheklig. Das sieht also zum Kotzen aus, ne? So wie, das erinnert mich immer wieder, wenn ich das so sehe, kennt ihr noch, wie hieß, nicht Krieg der Sterne? Die Verarsche von Krieg der Sterne. Da war doch so ein komischer Pizzadings, das war so eine ekelhafte Figur. Die Verarsche von Star Wars, ich weiß gar nicht, wie hieß noch? Spaceballs, genau. Da ist so ein komisches, wie so Pizzading hieß der irgendwie. So sieht das im Endeffekt, erinnert mich immer daran. Ja. Und das sieht halt genau so scheiße aus. Ja, das ist also, das wächst immer mehr, diese Zysten wachsen immer mehr. Also das nimmt praktisch Volumen ein, ne? Und zerstört das gesunde Gewebe von der Niere so, dass ich dann halt eine Nierenersatztherapie machen muss oder Nierenersatzverfahren machen muss. Ja, viele fragen, ist das schlimm? Also ich kann das mit Ja und Nein beantworten. Natürlich ist jede Erkrankung schlimm. Aber die Dialyse, die Hämofiltration, oder die Blutwäsche allein genommen ist easy. Also sage ich ganz ehrlich, da geht es dir, wenn du ein bisschen im Arsch bist, danach bist du sehr fit, geht es einem ziemlich gut. Wenn deine Niere aber kein Wasser mehr, wie bei mir jetzt nach so vielen Jahren, wo die Zysten gewachsen, dann auch das Wasser nicht mehr rauszieht. Also ich muss so gut wie nicht mehr pinkeln, ne? Das muss jetzt die Maschine, muss alles aus mir rausholen. Und ist natürlich noch zusätzliche Belastung für den Körper, dann plus noch der eine ganze Scheiß noch im Körper zu haben. Auch das Wasser nicht mehr rauszuholen und mechanisch das Wasser aus dir rauszuziehen, der Maschine ist das scheißegal, ne? Die zieht aus deiner Zelle das Wasser raus, ob die das braucht oder nicht, ist scheißegal, die zieht das raus, was ingestellt wird. Und das ist halt das, was schlimm ist an der Dialyse, was ich scheiße finde. Weil danach bist du nur 4 Stunden, also ich mache 3-mal die Woche A4 Stunden, 4 bis 5 Stunden, je nachdem. 3-mal die Woche dann Dialyse, früh morgens, ich stehe auf um 5:30, um 6:10 gehe ich abgeholt, um 6:30 könnt ihr euch dann dienstags, donnerstags und samstags um circa 6:45 wird der Broken dann immer angehangen. Also um die Zeit sitze ich dann immer und kriege gerade 2 Nadeln in den Arm, wo er immer Blut rausholt. Das läuft durch die Maschine und geht dann wieder in die andere, ein paar Zentimeter oben, dann wieder rein in den Arm, ne? Also in den Körper. Ja, so. Was noch, was ich in diesem Video dann noch sagen wollte, es geht schon fast 10 Minuten, so höchstens wollte ich es machen. Ich würde dieses Thema auch ein bisschen ernst nehmen, weil ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ich habe ja angefangen, wo gesagt habe, das ist meine Erberkrankung. Aber durch Übergewicht, wenig Bewegung, Diabetes, es gibt sehr viele Faktoren, wo mittlerweile die Nierenerkrankungen nehmen sehr stark zu. Ich habe einen Bericht gelesen in einer Ärztezeitschrift, die ich in der Dialyse gelesen habe, wo es geschrieben hat, in circa 5 Jahren rechnet er damit, dass wirklich jeder in seiner Familie ein dialysepflichtiges Familienmitglied hat. Na, weil halt unheimlich viele Leute Diabetes kriegen, merken sie ja über viele Jahre nicht, Niere geht kaputt, deswegen sauft nicht so viel Zuckerwasser oder sonst was
Lasst euch regelmäßig untersuchen, ob das alles funktioniert, weil ihr merkt das und es tut nicht weh und nichts. Plötzlich habt ihr Zucker, Diabetes und eure Nieren gehen in den Arsch und ihr müsst dann auch irgendwann an die Dialyse. Und das ist scheiße, das kann man alles vermeiden. Ja? Deswegen nimmt das alles sehr ernst. War nicht dann extra jetzt noch am Schluss von diesem Video gesagt, weil mir das ganz wichtig ist, weil das sind erschreckende Zahlen. Ich sehe, wie ich mit der Dialyse 2009 angefangen habe, da war ich der Jüngste. Mittlerweile kommen immer mehr jüngere Leute dazu, wo ich sehe, wo dialysiert müssen. Ne? Das ist erschreckend, wie jedes Jahr immer mehr das wird. Ne? Und ja, also, das war mein erstes, also so die erste Station, wollte ich so ein bisschen allgemein erzählen. Beim nächsten Video werde ich dann erzählen, wann hat das angefangen, was war so zwischen dem ersten Mal, wo ich es gesagt getan, bis hin zu der ersten Dialyse möchte ich erzählen. Und vor allem mit euch darüber diskutieren, was wichtig im Leben ist, was das aus mir gemacht hat. Also, natürlich würde ich mir oft wünschen, das nicht zu haben, diese Erkrankung. Aber auf der anderen Seite wäre ich nicht krank, hätte ich nie so fantastische Leute kennengelernt, die meinen Weg in meinem Leben gekreuzt haben. Auch YouTube hätte ich wahrscheinlich nie gemacht. Ich habe ja als Kfz-Mechaniker müssen aufhören zu arbeiten. Ich denke doch jedes Mal, wenn du jetzt nicht krank wirst, ich habe so fantastische Zuschauer. Ich sehe es in fast jedem Livestream, wo da so ein paar Stammzuschauer da sind, wo ich dann denke, boah, das ist... Und da geht es nicht mehr um die Spenden mit Geld oder irgendwas. Geld kann mir nicht helfen in dem Moment. Aber die Art, allein mich zu unterstützen, da zu sein, das mit mir zu teilen und zu machen, dafür bin ich unendlich dankbar. Das möchte ich an der Stelle dann auch wieder ein bisschen einfließen lassen, wie wichtig mir diese Community ist, die ich mir aufgebaut habe. Und ich weiß, das sind keine 33.000 Leute. Ich weiß, das sind noch keine 1.000. Ja, aber ich weiß, das ist ein bisschen mehr als eine Handvoll, wo ich unendlich dankbar bin, dass ich die kennengelernt habe. Ja, das muss ich auch... Ich kann es gar nicht beschreiben, wie wichtig mir das ist. Weil das ist etwas, warum ich das auch tue und weiter will machen und eine gute Alternative ist, weil, wie gesagt, mich kranker nimmt niemand. Ne? Wer nimmt so einen kranken Menschen mich für die Arbeit? Ich kann nicht mal sagen, morgens, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, kann ich nicht mal sagen, ob ich um 8 Uhr auf der Arbeit bin. Na, weil innerhalb von 1-2 Stunden kann sich das komplett ändern. Das ist das Gravierende, was mir momentan so auf den Sack geht. Ne? Ja, aber das ist nächste Mal. Also, bitte teilt das Video so gut ihr könnt, liked es, wenn es euch gefallen hat, nur wenn es euch gefallen hat. Nicht der Inhalt, wo er sagt, ich will es nicht liken, mir gefällt das Thema ja nicht, sondern mit diesem Like wird es vielleicht ein bisschen mehr verbreitet und ich kann ein bisschen mehr Leute damit noch ansprechen. Ja, vielleicht auch helfen, vielleicht euch auch, vielleicht liest ihr dann irgendwann mal einen Kommentar von irgendjemandem, der einen entscheidenden Satz sagt, der euer Leben verändert. Ihr werdet merken, wenn ihr ein bisschen offener werdet für so Themen und ein bisschen euch austauscht, auch mit anderen, auch wenn es schwierig manchmal ist. Manchmal ist es so, dass das ein Satz, den ihr mal liest, das komplette Leben umkrempelt. Ne? Deswegen möchte ich ganz viele Leute erreichen. Ja, das war's dann im Endeffekt für den ersten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht mit, schreibt in die Kommentare alles, was ihr wollt, was ihr wissen wollt. Vielleicht, wenn ihr wollt, eine kleine Geschichte erzählen, wie es bei euch so ist, schreibt es auch ruhig in die Kommentare. Und habt keine Angst vor anderen Reaktionen. Das sind die da so Scheiße dann schreiben, das sind eh ganz arme Menschen. Ja, so muss man dann denken, das ist auch tatsächlich so. Wenn ihr die Kraft habt, eure Geschichte zu erzählen, auch dazu zu stehen, dass man nicht der Perfect Boy ist, der da 100 Mädchen klar macht oder was sowieso Kenner macht, sind ja alles nur... Bei uns sagt man, also bei mir im Bekannte oder in meinem Freundeskreis sind alles, das sind Maulhuren, ja. Das sind Leute, die nur verzählen, aber nichts dahinter ist. Ja, aber werdet Menschen, bei dem jedes Wort, was dahinter steckt, dann werdet ihr automatisch auch glücklich, kann ich garantieren. Ja, okay, da würde ich sagen, schon fast 15 Minuten, mein Freund. Bin ich wieder gut gelaunt, ihr merkt es, ne? Zwar mir ist ein bisschen schlecht gerade, aber allein schon, wenn ich so ein bisschen mich austausche und ins Mikrofon gerade schwitze und hoffe, dass das viele Menschen erreicht, bin ich schon wieder gut gelaunt. Das ist so saugeil. Ne? Therapie pur. Und ich werde sagen, ich mach's jetzt anders dann. Bis zum nächsten Mal.